Hey Leute, so eine Nacht drüber geschlafen und nun bin ich auch bereit, hier mal die Listen mit euch durchzugehen. Die erste von fünf 24er-Serien Rocket Finale. Ich habe mir allerdings überlegt, 24 Spiele ist doch ein bisschen viel. Ich treffe eine kleine Auswahl, so die 12 besten Spiele und ein bisschen versuchen hier den Spannungsbogen der Liste darzustellen. Also hier erstes Spiel. Ich sag gleich yes, das wird mein Turnier. Gleich mal die drei Alten und ein Ass zu dritt. Auch noch drei Herz dabei. Also Herz will ich spielen. Und ihr seht es gleich, es wird gut losgereizt. Ich komme also nicht hier ran für mein Herz mit rein. Gehe natürlich auf Herz Hand und hoffe doch jetzt, dass ich rankomme. Und zum Glück komme ich auch für 48 ran und kann jetzt den Herz Hand noch spielen. Ja, die Reizung ist natürlich nicht so schön. Das verheißt so ein bisschen Ungemach. Pik kommt auf den Tisch, auch noch, wo ich das Ass zu dritt habe. Da schnippel ich logischerweise. Ich schnippel auch mit der 9. Das ist mir wirklich zu heiß, da höher ranzugehen. Ja, da kann ja sonst was passieren. Zum Beispiel, dass gestochen wird, als hätte ich es nicht geahnt. Das war also sehr hilfreich, dass ich da nicht so hoch rangegangen bin. Jetzt kann ich hier meinen blanken Karo König auf 10 Augen loswerden, also 25 Augen. Das Spiel sollte ich doch jetzt relativ kontrolliert nach Hause bekommen. Wenn nicht alle Trümpfe stehen, gibt es sowieso nur noch den einen Pikstich. Und die Trümpfe sind artig verteilt, also alles halb so wild. So, Pik 10 wird mutmaßlich nicht im Stock sein. Dann einfach so die Vermutung, wo er Pik ausspielt, aber gut. Hat aus dem Vierling aufgeschlagen. Da siehst du, da sind die ersten 50 Punkte für dieses Spiel. So, und jetzt Überraschung. Ich habe zwar vier volle in Vorhand, aber wenn irgendeine 18 gemiest hätte, wäre ich natürlich sofort ausgestiegen. Das ist ja nicht zum Passen, aber beide. Und gerade auch Spieler 1, der eben noch bewiesen hat, dass er auch Spiele ohne 3 knallhart bis zum Anschlag reizt. Ja, da habe ich dann kurz entschlossen gesagt, okay, wir sind ja hier nicht nur, um Karten zu analysieren, wir wollen auch spielen, da wird schon was liegen. Ja, Herz, Bube und eine Lusche, also das ging so. Das war eigentlich ein bisschen weniger, als ich erhofft habe, erwartet habe. Gut, vier Augen drücken in Kreuz und Pik spielen. Gut ist das Spiel jetzt wirklich nicht. Das sollte jetzt, wenn es geht, sehr artig verteilt sein. Das ist natürlich schon mal schön, dass wir das Kreuz Ass angeboten kriegen, auch so wie Trumpf fällt. Das sieht erstmal danach aus, als ob alles gleichmäßig verteilt ist. 26 habe ich jetzt kurz überlegt, soll ich da mit der 10 rauf? Nein, das Ass wird schon hinten sein. Kann natürlich sein, dass er den König taucht, aber er nimmt den König raus. Da kriege ich sogar die Dame 39 und Trumpf sah auch so aus, als ob die 1-1 stehen. Wunderbar, schon ist so ein ganz schlappes Spiel ohne große Schmerzen gewonnen, weil wirklich alles ganz artig verteilt ist. So, dieses Spiel ist jetzt aber definitiv ein Spiel, wo ich Pause mache. Gang wird gespielt. Vorhand auch gereizt. Gut, der hat 0 gereizt. Aber Spieler 2, der hat scheinbar überhaupt keine Probleme. Der sticht sogar schon eine Lusche. Gut, der muss ja Buben und Kreuz haben, bis der Arzt kommt. Vielleicht noch ein bisschen Herz. Ja, mit Vieren. Und da wirft der Kreuz Dame ab. Mein Partner. Also 4 Jungs, 4 Kreuz. Na gut, dann wohl noch Herz Ass Lusche. Fast ein bisschen ungewöhnlich, dass Spieler 2 hier im ersten Stich auf die Pik Lusche nicht seine, ja, Herzlusche oder Karolusche, die hatte ich vermute mal Herzlusche, abträgt. Denn Kreuz König hätte ja auch noch zu dritt sein können, dann hätte er damit den Schneider riskiert, dass er noch schwarz spielt, war wohl nicht von auszugehen, wo gleich die Stechfarbe gekommen ist. Gut, aber was soll's, Grang mit vier Schneider, wunderbar. Und ich habe auch hier jetzt am Anfang noch, mache ich jedes Spiel nämlich noch mit, um euch einfach mal zu zeigen, ja, so fühlt sich das an, wenn du erstmal wunderbar mit einem schönen Lauf in so ein Turnier startest. Das ist natürlich wieder ein super Ansatz mit drei Buben, Ass, 10, eine 10 bestellt. Logisch, dass ich das Spiel auch wieder reize. So, was ist los? Worauf warte ich? Aha, ich hatte was gesagt und
Vorhand hatte sich noch ein bisschen bescheiden gegeben. So, nun war die Findung allerdings nicht gut. Dann spielt man da auch dann mal, ohne sich drüber zu grämen, den Karo. Der Karo ist solide, der Grang wäre riskant. Jetzt sogar noch den Stich gemacht. Schwarzchance, wenn Herz Bube kommt. Nein, Herz Bube kommt nicht. Dann gibt es genau diesen einen Stich. Und schon ist der Rest bei mir. Tara, da ist wieder was. Und wieder für Passe, Passe. Und der Kreuzbube liegt. Ja, sind wir denn hier? Ja, ist denn Weihnachten und Geburtstag auf einem Tag? Das ist ja ein Traumstart, muss ich sagen. Gut, da denke ich auch. Da kann man 14 Augen drücken, den Gang spielen. Mit den Buben sind es 22. Die drei Asse sind es schon 55. Wenn die Buben in einer Hand gesessen hätten, hätte ich sicher noch mal einen zweiten Buben gezogen und dann auch dann Pik 7, um mir den Stich mit Pik König hochzuspielen gegen zwei Buben in einer Hand und Pik 10 zu dritt und kann das Spiel natürlich kompliziert werden, aber meistens wirst du es schon gewinnen und bei Passe Passe solltest du ja auch nicht immer das Allerschlechteste vermuten. Und Schneider ist natürlich schwer, wo ich doch jetzt noch den einen oder anderen Abgabestich habe. Das hat sich damit auch schon erledigt, das hätte höchstens klappen können, wenn ein Kreuz geschnippelt wird, aber die Jungs sind ja auch nicht von gestern, also da kommen sie mehr als gut raus. Und ich habe das 4 zu 0 geschossen. So, 18 können wir versuchen. Gar nicht die große Idee ranzukommen. Aber doch, es geht doch. Also ich komme hier für 18 ran mit diesem einfachen Karo. Zack. Ja, so fühlt sich das an, wenn alles, wenn alle Ampeln grün sind. Da finde ich noch den Pik Jungen rein. Ist natürlich wieder kein Grang, aber wieder mit 20 Augen im Keller ein sehr guter Karo, bei dem sie wahrscheinlich nur den einen Stich machen in Herz, aber vielleicht können sie noch einmal hier stechen, das ist mir auch egal, dann bleiben sie jedenfalls Schneider. Ja, losgelaufen also wie die Feuerwehr und das Ganze, wie ihr seht, ohne große Bauchschmerzen, dicke Karten einfach, konnte ich gar nicht viel falsch machen, die musst du natürlich auch mitnehmen, auch wenn die anderen dich dann manchmal für deine guten Karten kritisieren, möglicherweise irgendwas von der Oma faseln, dass die Oma den auch gewonnen hätte. Ja, die Oma ist aber nicht hier. Ich bin hier und dieses ist mein Spiel gewesen. 486 nach 6 Spielen. Bitte lass es doch einfach mal so weiterlaufen. So, 3 Asse, 2 Zehner, Mittelhand, 18 geboten. Aber auf 20 wollen wir unser Glück jetzt nicht überschrapazieren. Dafür fehlt mir dann ja auch noch das Herz Ass. Das Spiel lasse ich dann lieber laufen. Tja, sieht mir irgendwie nach drei Buben aus, wo die Trumpffolge so ist und ich noch so viel volle in der Beikarte habe, 25. Ja, werden wir da irgendwas gewinnen? Glaube ich nicht, denn meine Trumpf 10 geht jetzt hinüber. Naja. Wobei ich auch nicht schnibbeln, die 10 ist wahrscheinlich gedrückt, selbst wenn sie oben ist, können wir sonst nicht mehr gewinnen. Ja, Pik Karo 10 war gedrückt. Da, den Herzkönig, den hätten wir noch mehr haben können, aber auch damit wären wir nur auf 57 gekommen. Also auch Spieler 1 kommt zu seinem ersten Spiel, zu seiner ersten Hausnummer. Ja, nun ist es ja üblich, dass solche guten Karten nicht die komplette Serie anhalten, dann wäre es ja auch ein bisschen übertrieben. Nun haben wir hier nochmal einen Grang, immerhin habe ich zwei Buben dagegen, sonst aber nicht so besonders viel. Allerdings gleich die Stechfarbe gefunden. 9, 16 beim Alleinspieler. Na gut, jetzt geht er natürlich über die Dörfer. 37, 48, Karo 10 ist auch hoch. Hat er Kreuz Ass? Nee, hat er wohl nicht. Also 48 hat er offen gespielt, wenn er, 20 hat er gedrückt, gewinnt mit 68.
Machen wir jetzt einen Sprung. Was habe ich notiert? Nächstes Spiel, Spiel 11. Tja, langer Weg, kurze Farbe, die 18 von meinem Partner unterstützt noch die Idee, hier Karo auszuspielen. 11 Augen im ersten, 28. Ja, wenn wir jetzt noch einmal das Spiel nach vorne bekommen, in die Mitte zu meinem Partner, dann kann ich hoffentlich noch Karo 10 stechen. Ja, Kreuz 10 scharf wäre hier vielleicht ein bisschen übertrieben, insbesondere weil die 6 Augen mehr auch nur für 59 gereicht hätten nach diesem Stich. Jetzt haben wir 53, sonst hätten wir 59. Ich bin aber ja optimistisch, dass das Spiel diesen Auftakt nicht verkraftet, dass mein Partner noch seinen Eintrumpfstich mindestens macht. Schließlich hat der auch 18 gesagt, dann wird er doch wohl noch einen Buben haben, einen dunklen Buben. Ja, und da langt das ja auch bei 53 liegen, erstmal ein Bildchen fallen zu lassen. Da haben wir schon 61. Und der Karo Bube auch noch bei meinem Partner. Also, wo der Zweitrümpfer jetzt beide Karos absticht, hatte das Spiel natürlich überhaupt keine Chance. Nächstes Spiel, was wir uns angucken, ist Spiel 15. Spieler 2 hier inzwischen noch eins verloren, ich habe noch eins gewonnen. Ja, so ein Ansatz könnte ein Farbspiel werden, könnte auch ein Null werden. Und naja, nun habe ich wohl definitiv zum Null gefunden. Ehrlich gesagt, ein starkes Farbspiel wäre mir lieber gewesen. Ja, muss hier in Pik 8 Bube halten, die 10 gedrückt, also einer gedrückt, das ist noch in Ordnung. Aber wenn du 3 in der Hand hattest, dann kann das mit einem Abwurf schon schnell im Eimer sein, das Spiel, wo ich eben die Pik 7 nicht habe. Läuft aber rund hier, in Kreuz steht schon mal 2-2, die Gegner testen alle anderen Farben und da kann ich den Pik Buben abschmeißen. Das müsste doch damit langen, um diesen 0 zu gewinnen. Ja, da ist es passiert. Also auch dieses Spiel hat locker hingehauen. Damit schon 700 Punkte nach Spiel 15 und jetzt springen wir noch einmal zum Spiel 20. Dazwischen noch 2 weitere Spiele, stehe jetzt also hier schon bei 929, 9 zu 0, Spieler 1 auch noch gerade ein verbastelt, also die Serie läuft wie auf Schienen nur für mich. Und dann bekomme ich in Vorhand folgendes Blatt, also Kreuz Pik Karo Jungen, Kreuz 10 zu dritt, noch die Herz 10, das ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall reize. Klar, die Beikarte ist noch nicht dolle, aber ein bisschen was muss ja auch noch liegen und ich komme für 22 ran. So, Herz König, Karo Dame, das war natürlich absolute Schonkost. Jetzt drücke ich 14 und möchte den Kreuz natürlich nicht mehr spielen, sondern der Karo, der hat eine bessere Beikarte mit der Kreuz 10 zu dritt mit König, dazu noch 14 Augen im Keller. Logisch, das Spiel ist eigentlich lebt nur von der Trumpfstärke. Da sollte ich hoffen, muss ich hoffen, dass Trumpf artig sitzt und das ist nicht der Fall. Trumpf sitzt zu viert, auch noch Kreuz Lusche Abwurf. Damit wird es jetzt heikel, vorsichtig gesprochen. So, wie soll ich fortsetzen? Kreuz wird er wohl nicht freiwillig aufmachen, Spieler 2. Tja, wo Kreuz Abwurf ist. Ich könnte direkt mit dem Herzkönig blöffen, ist mir aber auch noch zu früh. Ich versuche hier mal direkt das Kreuz Ass raus, so und das funktioniert auch. Kreuz König Dame ist ein Angebot, was Spieler 2 dann doch so leicht nicht ablehnen mag. Ich vermute mal, dass er dann die Kreuz Lusche noch hat. Ja, und da trifft er mich auf Pik Lusche. Jetzt geht natürlich mal das Gerechne los. Abwurf Herz König verrät natürlich die komplette Karte. Zusätzlich die Gefahr, falls der Pik jetzt blank ist, dass danach auf den Pik-Rückschub Abwurf Kreuz Lusche kommt. Ja, und er macht natürlich auch noch 2 teure Trumpfstiche mit dem Trumpf Ass und Herz Bube. Also jetzt, ich habe
gedacht, ich glaube, ich steche den erstmal, will die Kreuz 10 nach Hause kriegen, das funktioniert auch. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass der Bluff mit dem Herz König gelingt, dass sie den tauchen, dann wäre ich wohl Sieger. Immer vorausgesetzt, Spieler 2 hat auch noch ein paar Punktkarten in der Hand. Das ist aber nicht der Fall. Wird rausgenommen, logisch, ist auch ein bisschen zu durchsichtig. Ja, 45 liegen. Jetzt kriege ich hier sogar die Pik 10 mit Damen noch angeboten, also ein Voller steht noch da, habe aber erst 60 und ja, ich kann eigentlich nur mit einem Fehler das Spiel noch gewinnen. Es sind noch genug Luschen im Spiel. Also wenn jetzt hier die beiden nicht blundern, kein Bock schießen, und das tun sie nicht, dann kriege ich zwar den Stich noch, aber bleibe hier bei 60 stehen. Ah, gut. Manchmal musst du so ein Ding eben abschreiben. Da standen jetzt die vier Trumpf dagegen. Die Findung war schon nicht schön. Das war dann ein kleiner Schritt zurück, wird aber sofort wieder mit einem Anschlussspiel hier geehrt. Ein Pik, den wir uns jetzt nicht weiter angucken müssen. Der ist so stark, der ging auch ganz locker nach Hause. Den Riesenpik brauchten wir uns nicht anschauen, der war zu stark. Jetzt kam noch ein Gang für Spieler 1, ein eingepasstes, und jetzt das letzte Spiel, das schauen wir uns noch mal eben an. Krieg ich noch mal drei Buben in Hinterhand, aber gar nichts dabei, und die anderen reizen schon, wenn überhaupt nur Karo, also mehr als 18 kann ich nicht. Da muss ich jetzt aussteigen und ja, sehen, hab natürlich ein bisschen was dagegen. Gucken wir mal, ob Spieler 2 in Mittelhand das gut bekommt, ob sein Spiel stark genug ist gegen meine vier Trümpfe und die drei Buben dabei. Kreuz natürlich ein Aufschlag, den ich gerne sehe. 15, und er hat den Kreuz im Zwilling erwischt. Ass Dame ist natürlich unangenehm, er hat nicht geschnippelt und jetzt hat er, glaube ich, keine Chance. Denn jetzt haben wir ja schon 38, ich habe hier noch drei Bubenstiche stehen. Ach, Ass König Dame hat der Alleinspieler, ist aber direkt raufgegangen. Ja, wenn er geschnippelt hätte, hätte ich vielleicht Ass und 10 stechen können, aber das hätte mich auch einen Buben gekostet. Pik 10 hätte ich nicht laden können. Wäre vielleicht eine Chance gewesen, so würde ich mal sagen, kann er dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Mein Partner sogar noch einen Trumpf mit, also es ist nur ein 5-Trümpfer. Ja, denke ich doch mal, dass mein Partner dann auch das Karo Ass hat. Das sollte er jetzt natürlich nicht drauflegen, deswegen biete ich extra von mir aus nochmal das Bild an. Karten sind ja jetzt schon geklärt. Ja, Karo 10, also Karo Ass auch noch bei meinem Partner, und der Alleinspieler kann nur gegen Trumpf 3-3 gewinnen, deswegen zieht er hier den Buben. Das wäre seine Chance gewesen. Ich habe sie aber alle da mit Trumpfabzug, und mit Karo habe ich hier dann wohl Rest. Wenn mein Partner da jetzt nicht mehr über muss, muss er nicht. Dann kriege ich auch Pik Ass noch nach Hause. Ja, und da haben wir die erste Liste beendet. Lief für mich wie auf Rädern, bis auf dieses eine kleine Spiel. Also hinten raus, natürlich ist es ein bisschen dünner geworden, aber 10 zu 1, 959. Wenn es denn so weiterläuft, dann wird das mein Turnier.